Also, was ich ja an diesen Videos so geil finde, ist, dass man so Dinge sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat. Was zum Teufel? Was ist das denn? Auch, dass es Zebra- und Clownasseln gibt. Ja. Ey, cool. Aber was das jetzt sein wird, guck dir mal die Äderchen an. Wir gucken jetzt auf jeden Fall, wie Mr. Plant sich ein Wüstenterrarium simuliert. 100 Tage lang. Hab Bock drauf. Letztes Video war extrem geil und wir gehen wieder rein. Mal was anderes gucken, Freunde. In diesem Becken lebt eine Miniaturwelt. Hier gibt es Raubtiere und Beute, Wind und Regen. Diese Wüste ist ein gefährliches Gebiet, aber trotz aller Widrigkeiten haben sich manche Tiere so entwickelt, dass sie überleben. Es hat sich von einer leeren Einöde in ein blühendes Ökosystem verwandelt. Diese Geheimnisse zu verstehen, sollten wir zunächst ersten Tag zurückgehen. Es begann alles damit, dass ich das Becken, einige Materialien und eine ganze Menge Kakteen bekam. Ich mischte etwas Erde an und baute dann das Substrat auf. Nachdem ich etwas Gestein eingebracht hatte, fange ich mit der Bepflanzung der Kakteen an. Die Stacheln der Kakteen sind extrem scharf und es war sehr mühsam, sie einzupflanzen. Ich fügte noch ein paar letzte Details hinzu und das Becken war fertig. Das ist aber auch so eine Wissenschaft für sich, ne? Da musst du erstmal reinlesen. Hast du gesehen, was er da unten gemischt hat und dann erst da, also... Lol. Da musst du auch richtig Ahnung haben, glaube ich, dass das dann auch alles funktioniert und dir nicht eingeht und so. Ja. Crazy. Dies wird die Grundlage für ein blühendes Ökosystem sein. Am dritten Tag habe ich die ersten Tiere eingesetzt. Kellerasseln. Diese hier werden Asseln genannt. Wie Sie sehen können, habe ich hier zwei Arten. Clowns und Zebras. Nachdem ich sie hineingesetzt hatte, begannen sie nach einem Unterschlupf zu suchen. Zusammen mit den Asseln habe ich Springschwänze und Büffelkäfer eingesetzt. Diese beiden Detrividoren fressen so ziemlich alles, was sie finden können. So viele Büffelkäfer. All diese winzigen Käfer werden schließlich Nahrung für einen zukünftigen Räuber sein. Am 50. Tag begann die Isopodenpopulation zu boomen. In den schattigen Bereichen des Beckens bildete sie kleine Herden. Die Jungtiere sahen fast genauso wie ihre erwachsenen Gegenstücke aus. Hier können sie sogar sehen, wie sich einer häutet. Cool. Obwohl es den Zebras gut ging, schienen die Clowns völlig verschwunden zu sein. Auf der anderen Seite übernahmen die Büffelkäfer die Kontrolle. Ich habe sogar eine tote Kakerlake in das Becken gelegt, um zu zeigen, wie viele davon da sind. Bald war nichts mehr übrig als ein hohles Skelett. Sie liefen Amok und ich brauchte ein Raubtier. Ich brauchte etwas Tödliches, etwas Schnelles. Etwas, das fast so furchterregend war wie meine Schwiegermutter. Ich möchte Ihnen den Dünenskorpion vorstellen. Das ist ein Scheißsatz gewesen. Er ist ein bösartiger Räuber und macht kurzen Prozess mit einem Käfer oder einer Assel. Sehen Sie diesen winzigen weißen Tropfen auf dem Stachel? Nun, das ist ein starkes Gift und ich muss auch extrem vorsichtig sein. Ich hob ihn auf und bereitete ihn darauf vor, ihn in das Becken zu setzen. Nach einer sanften Liebesklopfen machte er seinen allerersten Schritt in der neuen Welt. Skorpione sind fast völlig blind und benutzen ihre Augen nicht, um sich fortzubewegen. Aha. Innerhalb weniger Minuten gelang es ihm, einen Büffelkäfer zu erledigen. Mit vollem Magen machte er sie auf die Suche nach einem Platz. Warum die dann trotzdem Augen haben, ne? Tja, wahrscheinlich noch evolutionär irgendwie. Ja, das ist ja crazy. Das verstehe ich aber auch nicht so richtig, ja. Zum Graben. Nach ein paar Stunden war sein Bau fertig und es sah nur wie ein gewöhnliches Loch aus. Aber wenn wir unter der Erde schauen, können wir sehen, dass es so viel mehr ist. Es ist sein Zuhause. Er brachte die meiste Zeit hier auf. Aber wenn der Tag zur Nacht wurde, dann tauchte er auf. Ach, das ist nachtaktiver Jäger, unter ultraviolettem Licht leuchtete er in einem radioaktiven Grün. Das finde ich bei Skorpionen halt immer noch so faszinierend, dass die unter UV-Licht so am Leuchten sind. Das ist so krank, also ey. Also da muss mir mal auch einer erklären, warum das so ist. Also das ist ja bei manchen Tieren so. Warum leuchten die unter UV-Licht? Das ist doch, glaube ich, sogar auch bei hier Schnabeltieren so. Wo ich mich so denke, hä? Warum? Warum? So. An Tag 60 wurde mir klar, dass der Skorpion nicht ausreichen würde. Die Käfer vermehrten sich schneller, als es der Skorpion sie fressen konnte. Ich brauchte mehr Konkurrenz. Okay.
treffen Sie hier den blauen Todestäuschungskäfer. Dies ist kein gewöhnlicher Käfer, er hat drei Superkräfte. Zunächst einmal stellen Sie Ihr eigenes Sonnenschutzmittel her. Dieses weiße Pulver auf Ihrem Panzer schützt Sie vor der Wüstensonne. Aha. Zweitens haben Sie einen riesigen Unterleib, um Wasser zu speichern, ähnlich wie ein Kamel. Ist das ein Killer, ey. Sie können ewig ohne Wasser auskommen. Aber wenn ein Raubtier versucht, Sie zu fressen, dann kommt seine dritte Superkraft ins Spiel. Sie sind unzerstörbar. Ihre dicke Panzerung wird wie von Sandstürmen und starken Wüstenwinden schützen. Ich setze sie in das Becken und sofort machte er einen fatalen Fehler. Er wanderte nämlich in Richtung des Skorpionbaus und dann hinunter ins Innere. Er ging seinem Untergang entgegen. Oder doch nicht? Es gab eine Pattsituation. Der Käfer machte seinen Zug. Mhm. Er tippte den Skorpion an und zog sich dann tiefer in seinen Bau zurück. Der Skorpion gab dem Käfer einen sanften Stoß und machte sich dann auf den Weg zurück an die Oberfläche. Oha. Ich hätte ja gedacht, dass der Skorpion jetzt mal drauf geht. Ja. Ich beschloss, sie über Nacht einfach mal ruhen zu lassen. War einfach so, ey, Homie, ist meine Hülle. Als die Sonne aufging, geschah etwas äußerst Seltenes. Es war Regenzeit und einer der wenigen Stürme des Jahres war im Anmarsch. Das ist so, das ist. Das Becken begann zu fluten. Hä? Was? So viel Wasser macht er da rein, ja? Aha. Als es stumm abflaute, tauchten die Tiere auf. Der Regen brachte neues Leben in die Wüstenlandschaft. Diese Rose von Jericho öffnete ihre Blätter, als sie Wasser erhielt. Was? Am 63. Tag wimmelte es in der Wasserfläche von Leben. Hunderte von winzigen Eiern, die im Sand schimmelten, begannen zu schlüpfen. Schimmelten? Das Becken wimmelte von diesen winzigen weißen Punkten, die sich zu etwas Unglaublichem entwickeln sollten. An Land dachte ich mir, es wäre an der Zeit, ein neues Tier einzuführen. Hier ist eine mexikanische Springbohne und hier sind 30 weitere. Diese sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Nachdem ich sie hinzugefügt hatte, begannen sie zu tanzen. Sie schienen gedankenlos herumzurollen, aber jeder von ihnen ist auf einer Mission. Hä? Schutz zu finden. Sie springen, um der Wüstenhitze zu entkommen. Also was ich ja an diesen Videos so geil finde, ist, dass man so Dinge sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat. Was zum Teufel? Was ist denn? Das denn? Auch, dass es Zebra- und Clownasseln gibt. Ja. Ey, cool. Aber was das jetzt sein wird, guck dir mal die Äderchen an. Du siehst die Äderchen. Ja, also sehr gespannt. Es dauerte nicht lange, bis sie sich unter alles kauerten, was sie finden konnten. Jetzt lebt in jeder Bohne eine Raupe. Aus ihnen wird eines Tages ein hübscher kleiner Falter entstehen. Mhm. Am 72. Tag hatte ich das Leben im Wasser erheblich vermehrt. Diese kleinen weißen Krustentiere werden Feenkrebse genannt. Sie gleiten durch das Wasser und filtern alles an Nahrung heraus, was sie finden können. Ist ja geil. In den Schatten lebt ein Tier, das viel größer und weniger zart ist als die Feenkrabbe. Treffen Sie das Triop. Das sind diese Urzeitkrebse, oder? Ich lege eine auf meinen Finger, um Ihnen den Maßstab zu verdeutlichen. Sie sehen völlig prähistorisch aus. Ah ja. Sie scheinen jetzt gut zu gedeihen, aber es gibt ein Problem. Jeden Tag wurde der Wasserstand niedriger und wo ist denn der Skorpion die ganze Zeit? Die Wüstensonne trocknete ihren kleinen Teig schnell aus. Am 81. Tag war der Teich fast ausgetrocknet, aber das Leben war aktiver als je zuvor. Viele der Triops trugen Bündel von Eiern und mussten einen sicheren Ort finden, um sie zu legen. Hier können Sie ein Weibchen sehen, das sorgfältig sein Nest gräbt. Sie legt ihre Eier in dieses Loch und sie schlüpfen erst in der folgenden Regenzeit. Auch die Feenkrabben hatten ihre Eier gelegt und ihr Lebenszyklus neigte sich dem Ende zu. Das ist auch krass, wie kurz ein paar Tage später war der Teich völlig ausgetrocknet. Die Rose von Jericho hatte sich geschlossen und das Leben schien kahl. Aber bei genauerem Hinsehen werden sie hunderte von winzigen Eiern entdecken, die auf den nächsten Regen warten. Das Leben florierte, doch es war an der Zeit,
ein neues Raubtier einzuführen. Dieses Tier wird es leicht haben, sich an der Spitze der Nahrungskette festzusetzen. Ich möchte Ihnen die Bartagame vorstellen. Was? Ist das nicht ein bisschen sehr groß für das kleine Ding da? Ich mache nur Spaß. Die ist viel zu groß für dieses Ding. Ah, okay. Aber ich habe noch viele weitere Projekte auf dem Weg. Tun Sie mir also einen Gefallen und liken Sie dieses Video. Abonnieren Sie es und wir sehen uns sicher im nächsten wieder. Ich finde ja lustig, dass er auch die Zuschauer mal sieht in der deutschen Übersetzung. Ja. Okay. Das ist ja, also, das war mir schon fast zu kurz. Da wäre noch mehr gegangen. Ja. Das andere war ein bisschen länger, kann das sein? Ja, ja. Da waren mehrere, also wir waren ja an Tag 50 auf einmal. Bei dem anderen waren ja immer so, ja. Ja, aber... Also ein Unterwasserdinger sind bestimmt auch krass. Müssen wir auch mal angucken dann nächstes Mal. Ja, also ist schon sehr faszinierend, das Ganze, finde ich. Ja. Auch, dass die Lebenszyklen wirklich so kurz sind von diesen kleinen Meereslebewesen, diesen Krebsen. Schon crazy. Ja, macht Spaß. Das ist mal was anderes. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr gut.